Okay, Edwin sitzt da ziemlich in der Patsche, wo sie gerade ist. Weil einfach alles auf sie bolzen tut. Aber Palegina müsste doch was haben. Du siehst auch gerade nicht gut aus. So, mach noch den Frostschatten weg. Ja, wir sind gerade ein bisschen gefrostet. Na, zum Glück scheint das nicht viel Schaden gemacht zu haben, auch wenn es böse aussah. Vor allem, weil er sich da so aufladen musste. Leben des Eisen, Geisterreste. Tja, Eder, du kriegst ein neues Schild. Dumm, die dumm. So, Seelenbindung. Erleidet 1000 Schaden. Für die nächste Stufe. Nur mal sehen. Ah. Ah ja, du hast reduzierte Heilung. Dadurch heilst du weniger. So, das heißt, wir sind hier durch und können jetzt in den unteren Haupttempel gehen eigentlich. Tja, wir haben 3 Angeschlagene. Das ärgerlich ist. Aber wenn wir merken, dass wir zu einem Bosskampf kommen, dann werden wir vorher natürlich uns Essen zubereiten und rasten. Ja, Tempel des Niedergangs, da wollen wir jetzt rein, weil woanders können wir auch gerade nicht mehr rein. Da sehen wir ja, was uns da drin erwartet. Klingt auf jeden Fall so, als ob es hier entweder durchzieht. Oh, das ist immer noch mit dieselbe Map wie die Map von dem Gebiet hier. Ja, hier haben wir die Bären in der Höhle leben lassen. Kann ich tun? Ja, absolut. Ja, die über die Brücke zieht's echt gewaltig. Das sieht toll aus. Good. With any luck, that is the end of that thing. Ja, der Wiedmoth hat den Drachen verschlungen. Gut, mit etwas Glück ist das Ende dieses Dings.
Dieser eisige Abgrund scheint keinen Boden zu haben. Hm. Ja, da ich in Zwillingsulmen mit dem Riss versagt habe, wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile ganz Zwillingsulmen ein Eisblock ist, deswegen. Was du zunächst für eine weitere gefrorene Leiche hältst, entpuppt sich bei der Betrachtung als schwer gepanzerte Gestalt, die mit einer rauen Schicht aus blauem Trüm Eis bedeckt ist. Die erhobene Hand der Kriegerin scheint nach etwas greifen zu wollen. Die Finger sind weit ausgestreckt. Die ausgestreckte Hand untersuchen. Ja, Wahrnehmung, aber kein Tiefblick. Zwei Finger wurden von der Hand abgebrochen. Ausgehend von den harten, scharfen Kanten an den Fingergelenken scheint das passiert zu sein, nachdem die Gestalt eingefroren ist. Der Winkel der Gelenke deutet darauf hin, dass die Kriegerin einst irgendwas festsieht, etwas, das inzwischen entfernt wurde. Tiefe Kratzer an den Handgelenken deuten darauf hin, dass jemand an der Gestalt gekratzt hat, lange nachdem sie eingefroren ist. Vielleicht um den nun fehlenden Gegenstand zu entfernen. Die Rüstung untersuchen. Fehlschlag, Geschichte, Religion. Die Brustplatte und Kette, die diese Gestalt trägt, wirken erheblich kunstvoller als alles, was du seit deiner Ankunft in der Botenwacht gesehen hast. Dicke Polsterung und schwerer Stoff vervollständigen die Ausrüstung, vermutlich zum Schutz gegen Kälte. Ach, Religion und Geschichte. Teilerfolg. Ja. Durch das Eis kaum zu erkennen sind Verzierungen, die an die Symbole von Rümgrand erinnern. Schneeflocken, Schädel und natürlich der gehörnte Kopf des Auerochsen. Nach der Anwesenheit von Geistern suchen. Du öffnest deine Seele für die Präsenz anderer Geister. Obwohl einige strenge, schwache Seelenenergie sich noch an die gefrorene Gestalt klammern, kannst du in ihr oder ihm oder um sie herum keine Seele mehr spüren. Den Helm entfernen. Der Helm scheint noch nicht so sehr an der Gestalt festgefroren zu sein wie der Rest der Rüstung. Ein paar Minuten des Rüttelns und Schüttelns löst er sich. Du hebst ihn und darunter kommt das Gesicht einer Elfin mit bläulich-weißer Haut und dunklerem blauen Haar zum Vorschein. Ihre Färbung und die schweren doppelten Lidfalten über ihren Augen kennzeichnen sie als Glammfellen. Helm des Weißen nichts. Rüstung erlittene leichte Treffer werden in Fehlschläge umgewandelt von Waffen. Was sind Genauigkeit mit Körperwirkung, Geistwirkung angriffen? Hm. Ah, die Rüstung entfernen. Die filigranten Riemen miteinander verwobenen Ketten und Planen sind festgefroren. Die Rüstung zu entfernen oder dabei ihre Trägerin zu beschädigen, können sich als schwierig, wenn nicht gar unmöglich erweisen. Die Riemen lösen. Ah, Fingerfertigkeit. Trotz stundenlanger sorgfältiger Bemühungen geben die Riemen und Schnallen der Rüstung unter den ungeschickten Fingern, die an ihnen herumhantieren, nicht nach. Ah? Fehlschlag. Fingerfertigkeit. Okay, dann versuch du es noch. Ne, wir haben niemanden mit genug Fingerfertigkeit. Hm. Das Eis mit Magie schmelzen. Palagiewinder beschwört eine Flammenexplosion herauf. Dampf durchdringt nach außen, während sich das Eis von der Leiche löst. Nach einem Augenblick dringt oranges Flackern und Knistern aus der Dampfwolke hervor. Die Kleidung der Leiche scheint Feuer gefangen zu haben. Die verkohlten Überreste sacken zum Boden und kühlen rasch ab, während die magische Flamme ihren Dienst richtet. Du sammelst die auf wundersame Weise unbeschädigte Rüstung von den sterblichen Überresten auf. Ja, Platte des Wächters. Hervorragend gewährt Chaos verbreiten. Was? Der Träger wird von Rümgrand in der Gegend durchzogen. Er hätte einen Bonus auf eine Verteidigung, wenn er mit einer Wirkung belegt ist. Oh. Hm. Warte, wie viel Abzug? Oh, 55, also ist sie nicht so gut. Ein Gebet für diese Elfin sprechen. Du nimmst dir einige Minuten Zeit, um die Verstorbene an das Rad zu entsenden. Palagina schüttelt den Kopf und zupft an ihrer Kleidung wegen Frömmigkeit. Diverus. If that elf soul is still around to see what you did to her body, I do not believe a prayer will make her feel any better.
Wenn die Elfin noch immer in der Nähe ist und sie was mit ihrem Körper angestellt hast, bezweifle ich, dass ein Gebet ihr helfen wird. Du hast ihren Körper verbrannt. Du lässt die Überreste zurück. Okay, will ich in den Wind mal auf reinklettern? Das klingt nämlich nicht so nach einer guten Idee. You stand before the shining portal that devoured the dragon. This close, you see it as a ragged-edged tear in the world. Du stehst vor dem leuchtenden Portal, das den Drachen verschlungen hat. Aus der Nähe siehst du, dass es sich um einen gezackten Riss in der Welt handelt. As you near, the portal flares bright, brighter, too bright to stand. Als du dich näherst, leuchtet das Portal hell auf. Immer heller leuchtet es, bis es nicht mehr auszuhalten ist. When the light fades and at last you can see again. A great, shaggy Aurox stands before you. A bone-snapping chill radiates from the creature. It is the manifestation of Rimmergaunt. Ja, Rimmergaunt hat auch drei Augen auf einer Seite. Als das Licht verblasst und du wieder sehen kannst, steht ein großer, zottliger Auerochse vor dir. Von dem Tier geht eine Kälte aus, die das Mark in den Knochen gefrieren lässt. Es ist die Manifestation von Rimmergaunt. Herald of Bereth. You teeter on the very precipice of your death. Herald von Bereth, du stehst dich vor dem Abgrund deines Todes. To once again violate my realm. Do you desire dissolution after all? Erneut dringst du in mein Reich ein. Wünschst du etwa doch deine endgültige Auflösung? Ich bin müde rüber, ich bin bereit für das Ende. Ja, töte mich einfach, dann haben wir es hinter uns. Ich habe noch viel zu tun. Yes. Bereth does keep their hound on a short leash. Ja, Bereth hält seinen Hund an der kurzen Leine. Should you ever want for a final freedom from the pallid knight's grasp, seek me. I will gladly grant it. Solltest du dich jemals endgültig aus dem Griff der bleichen Ritterin befreien wollen, suche mich auf. Ich werde dir gerne behilflich sein. Passing through the breach will shred your soul into its constituent parts. To little more than wayward motes of essence. Wenn du durch die Bresche gehst, wird deine Seele in ihre Einzelteile zerfetzt, kaum größer als verirrte Essenzkörnchen. Knowing that, what do you want? Nun, da du dies weißt, was willst du? Du schon wieder? Wer warst du nochmal? Schnell, es gibt so viele Götter und es ist schwer, sich an alle zu erinnern. Hä. Was ist mit dem Drachen geschehen? Your soul was drawn through the breach, the Wheatmouth. And into the beyond. Ihre Seele wurde durch die Bresche, den Meatmouth und ins Jenseits gezerrt. Neriskirlas has bound her soul to a relic from the days when the gods walked Aeora as titans. Neriskirlas hat ihre Seele an ein Relikt aus den Tagen gebunden, als die Götter noch als Titan auf Aeora wandelten. This relic lies in the beyond. And it holds her soul captive there. Dieses Relikt liegt im Jenseits und hält ihre Seele dort gefangen. Wer ist Nerisiralz? That is the name the dragon chose for herself. Diesen Namen hat die Bestie sich selbst gegeben. Welches Relikt? It is one of the many things Kith have thrown into the beyond, in hopes it might be devoured by the white void. Es ist eines der vielen Dinge, die Gestande ins Jenseits geworfen haben, in der Hoffnung, dass es vom Weißen nichts verschlungen wird. Warum hat die Bessie ihre Seele darin gebunden? The relic cannot be destroyed. In her ignorance, Neriskirlas hoped that tying her soul to it would save her from death. Das Relikt kann nicht zerstört werden. In ihrer Ignoranz hat Neriskirlas gehofft, sie könne dem Tod entkommen, wenn sie ihre Seele daran fesseln würde. She is mistaken. True death has not claimed her yet, but it will. It is inevitable. Sie täuscht sich. Der wahre Tod hat sie noch nicht geholt, aber das wird er noch. Das ist unvermeidlich. It is one of the ja, verstehe. That. What do you want? Nur, dass du dies weißt, was willst du? Ist deswegen dieser Eisberg hier? Yes. The iceberg is the natural result of Neriskirlas's desperate attempt to evade death. Ja, der Eisberg ist das natürliche Ergebnis von Neriskirlas verzweifeltem Versuch, dem Tod zu entkommen. Every time she escapes from the beyond into the here, she tears the hole a little wider. And so,
The chill of my realm spreads. Jedes Mal, wenn sie aus dem Jenseits ins Diesseits entkommt, reißt sie das Loch etwas weiter auf. Und so verbreitet sich die Kälte meines Reichs.